Konsequenz aus dem WM-Vorrunden aus der deutschen Mannschaft in Katar. Oliver Bierhoff ist nicht mehr DFB-Direktor. Der 54-Jährige einigte sich mit dem Verband darauf, seinen eigentlich noch bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. In einer Erklärung heißt es: Ich mache damit den Weg frei für neue Weichenstellungen. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. 18 Jahre war Oliver Bierhoff Topfunktionär beim DFB. Über seine Nachfolge werde nun in Gremien beraten. Wie es für Bundestrainer Hansi Flick weitergeht, ist unklar.